Willkommen zurück zu Lego Marvel Avengers. Und den Part mache ich noch zur Gameplay Review und dann werde ich mal so mein Statement dazu abgeben. Aber erstmal will ich noch ein bisschen spielen. Och, jetzt ist der schon wieder mit Scheiße. Der kann sich ja gar nicht unsichtbar machen. Ah, da ist Fury. Was kann ich Ihnen über die Joy Dark Energy Mission Facility erzählen? Naja, sie ist streng geheim, also gar nichts. Ich darf nicht erwähnen, dass wir ein Objekt von potenziell unbegrenzter Energie namens Tesseract untersuchen. Oder dass er sich aktiviert hat und wir jetzt die ganze Anlage evakuieren müssen. Das ist alles geheim. Und erst diese Phase 2 Prototypen. Wenn wir die Energie des Tesserakts nicht kontrollieren können, ist wahrscheinlich kein Sicherheitsabstand groß genug. Sorgen Sie dafür, dass die Prototypen der Phase 2 weggebracht werden. Ja, Sir. Erzählen Sie mir was, Doktor. Direktor, wenn er den Spitzenwert erreicht... Aber eben das wollen wir doch, Doktor. Energie aus dem Weltraum nutzen. Nur kontrollieren können wir ihn nicht. Meine Berechnungen sind nicht abgeschlossen. Haben Sie gesehen, was das Ding aktiviert hat? Der Würfel ist ein Tor zur anderen Seite des Universums, richtig? Türen öffnen sich von beiden Seiten. Loki. Bitte legen Sie den Speer weg. Ein glorreiches Ansinnen ist meine Bürde. Sir, die Agenten wirken nicht mehr sehr freundlich. Setzt dieser Typ gerade Gedankenkontrolle ein? Es wird noch schöner. Thank you.
Vielleicht habe ich es so verdient. Schaffst du das? Diese Stille spricht Bände. Tor und... Ah, Scheiße, habe ich ja nicht gedacht. Hulk. Hulk ist ja gar nicht hier. Captain America, hier ist kein Hulk, hier ist kein Tor, hier ist nichts. Probleme? Deswegen bin ich doch hier. Ja, nur das Rote irgendwie.
zerstören kann er mit dem Silber zerstören. Oder Ironman oder so. Okay, doch. Ich komme mit froher Kunde. Von einer Welt, die frei ist. Frei wovon? Freiheit. Probleme? Deswegen bin ich doch hier.
Das hier muss nicht noch schlimmer werden. Natürlich muss es das. Für weniger komme ich von zu weit her. Diese Fahrzeuge. Hilf! Hören Sie mich! Warten, wurde umgedreht. Sie haben den Tesserakt. Haltet sie auf! Das habe ich nicht kommen sehen. Ja, dafür wissen wir jetzt, dass der Feuermelder funktioniert. Ja, aber die Tür hat sich von selbst verriegelt. Das ist doch sicher, oder? Würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen, Leute. Weil ich bin schon wieder bei 19 Minuten. Ich denke mal, drei Parts reichen da aus. Für das Spiel. Oder allgemein. Im Allgemeinen reichen drei Parts aus, bin ich der Meinung. Weil sonst wird es wieder zu lang. Also, ihr wisst, der eine oder andere, der meinen Kanal jetzt schon regelmäßig guckt, der weiß, dass ich die Lego-Spiele echt gerne mag. Ja. Viele finden die immer sehr kindisch, die Spiele finde ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass ich diese Spiele ohne Bedenken meine Tochter spielen lassen kann. Dass ich mir da keinen Kopf machen muss, um irgendwelche Fäkalausdrücke oder sinnlose Gewalt oder irgendwas dergleichen oder Horror oder Blut oder irgendwas. Das kann ich meine Tochter unbedenklich spielen lassen, ohne dass ich mir da Sorgen machen muss. Was ich sehr gut finde. Zum Zweiten kann ich das Spiel mit meiner Tochter sehr, sehr gut zusammenspielen. Das heißt, an einer Konsole mit zwei Controllern kann man das super zusammenspielen. SharePlay habe ich noch nicht probiert, weil meine Leitung SharePlay noch nicht so unterstützt. Aber es, ihr seht, die Sammelwut kommt auf. Man sammelt halt alle möglichen Steine. Man versucht alles Mögliche kaputt zu machen, um an diese Steine zu kommen, um alle Charaktere freizuschalten. Sowie auch die Nebengeschichten, weil hier sind auch, habt ihr gesehen, hier sind Charaktere versteckt, die man helfen soll. Und wenn man denen nicht hilft, dann hat man es nicht, dann hat man das Level 2 geschafft, aber diesen Bonus nicht gekriegt. Dann die goldenen Steine, dann die anderen Sachen zum Zusammenbauen, den Stan Lee, also praktisch, wenn man jetzt Leute hilft. Hier gibt's so viel, wo man sagt, geil. Also da kann man sich wirklich austoben, kann in Ruhe schön spielen, kann die Sian- und vor allem ist die komplette Story von Avengers 2 ist es, glaube ich. Nee, 3, 2, ich sehe nicht durch. 2, 3 kommt ja erst noch. Müsste 2 sein. Und man kann sich komplett austoben. Man kann auch später, so wenn es wie bei anderen ist, auch mit anderen Charakteren spielen. Weil ihr habt ja gesehen, in manchen Leveln ist ja sind Sachen, die man mit dem Charakter, mit dem man gerade spielt, gar nicht machen kann. Also müsste man ja auch mit Thor dann zum Schluss sagen, ey, ich will nochmal mit Thor das erste Level durchspielen.
Und dann ist ja schon alles frei, weil wir ja frei gespielt haben. Aber die Sachen, wo wir vorher nicht hingekommen sind, kommen wir dann halt hin. Zum Beispiel. Oder mit Iron Man. Oder. Das kommt dann alles danach. Also man hat hier wirklich sehr, sehr viel Spielspaß für kleines Geld. Also für normales Geld. Kostet, wie normales Spiel halt kostet. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Und vor allen Dingen, ich bin ja nicht der Einzige, der hier Vater ist oder Mutter ist oder was weiß ich. Wie gesagt, bei diesen Spielen braucht ihr euch keine Sorgen machen um Jugendschutz oder sonst irgendwas dergleichen. Da könnt ihr nichts verkehrt machen, wenn ihr das euren Kindern schenkt. Da braucht ihr keine Angst haben. Ihr könnt auch ruhig mal mit zusammenspielen, um das vielleicht ein bisschen kennenzulernen. Ich möchte mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich finde, mein Abschlussstatement ist, dass es ein schönes Spiel ist. Ich liebe die Lego-Spiele ja sowieso, weil, habe ich euch ja gerade alles erklärt, warum, wenn ich jetzt, ich muss ja nicht hier doppelt und dreifach sagen. Also von mir auf jeden Fall top, absolut top Spiel. Der ein oder andere mag die Lego-Charaktere nicht, aber das ist halt jedem selber überlassen. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Damit möchte ich mich jetzt hier erstmal verabschieden.